Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ich habe das Video gerade aufgenommen. Es hat so ultra viel Spaß gemacht. Ich habe die beiden Sensen miteinander verglichen. Es gibt ja einen in Black Ops 3 und einen in Black Ops 4. Das ist der neue Spezialist. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Schon ein paar Tage draußen. Und ich habe die beiden miteinander verglichen, welche besser ist. Und Freunde, ich habe so geile Runden erspielt. Vor allem in BO3. Ganz viel Spaß dabei. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Runde. Let's go. So Leute, ich habe jetzt mal richtig drauf gegeiert, den Reaper hier zu bekommen. Ich habe jetzt wirklich noch nie eine Runde damit gespielt. Ich habe auch noch nie eine Runde mit den anderen neuen Spezialisten. Also mit Zero habe ich die eine Runde, als er rauskam, im Video gemacht. Und mit Outrider kam danach, ne? Habe ich auch keine Runde gespielt. Und jetzt das allererste Mal mit Reaper. Und dann testen wir gleich mal, wie das ist. Ich habe auch dieses Ding reingepackt in die Klasse, dass der Spezialist schneller lädt. Das seht ihr da unten. Das lädt jetzt relativ schnell. Und dann gucken wir doch einfach mal ganz entspannt, wie die beiden Reapers sind. Wir haben auch direkt Slums bekommen. Ich würde sagen, eine sehr schöne Sache. Na, das scheint deren Reaper zu sein. Oh mein Gott, was er für ein Lack hatte. Das war ja geisteskrank. Ich schieße zwei Leute komplett minus One-Shot sogar. Die Sense ist ja auch der erste Spezialist, den ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe. Das war auf der Gamescom. Ehre genommen. So, gucken, was ist das jetzt? Ah, da ist jetzt Radar gestört, oder ist das jetzt so eine Art Radar für mich? Das wäre natürlich auch geil. So eine Art tragbares Radar. Oh mein Gott, dann ist es der beste Spezialist aller Zeiten. Auf der Gamescom, auf dem Event von Black Ops 3, wo die quasi erst das erste Mal Spezialisten vorgestellt wurden, habe ich mit der Sense gespielt. Und damals war das so, ich fange an mit der Sense Kills zu machen und denke die ganze Zeit, da werde ich halt so viele Punkte bekommen wie damals irgendwie für eine Killstreak. Also so 25 Punkte pro Kill vielleicht. Auf einmal, man kriegt auch noch mehr Punkte pro Kill mit den Spezialisten. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, diese Spezialisten scheinen wohl doch ein ziemlich großes Ding zu werden. Okay, hier sieht man diesen Störer da oben auch, das scheint von deren Reaper zu kommen. Okay, wir haben Sense. Benutze ich gleich. Das heißt also, Spezialisten wurden immer stärker. Und das habe ich einfach damals bemerkt, wo ich meine erste Runde gezockt habe. Boah, war der schlecht. Geil, Ehrenmann. Nein, ich glaube das Timing. Okay, ich hab's noch, ne? Habe ich's noch? Okay, ich hab's noch. Gott sei Dank. So, Leute. Okay, das erste Mal Sense. Das erste Mal. Wie schießt die? Okay, die schießt schon mal etwas langsamer. Oh mein Gott, der war nach einer Kugel down. Oh mein Gott, der war auch nach einer Kugel down. Alter, was? Oh mein Gott, macht das Spaß damit. Es dauert halt ein bisschen, bis sie schießt. Und jetzt ist sie auch leider schon leer. Aber das war schon mal ein nices erstes Mal, würde ich sagen. Ey, das gibt's doch nicht. Mit der Sau kriegt man keine Sau mehr down, Alter. Komplette Wasserpistole, das Ding. Ohne Spaß. Spawn die da vorne nochmal. Der Typ ist Minus-Shot. Den habe ich. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Let's go. Jetzt sehe ich hier wieder nichts. Okay, die kommen jetzt alle hier. Ich warte mal kurz. Oh Gott, ich werde komplett... Was war das? Ja, der Typ. Aber ich würde sagen, es läuft gut. Ich dominiere die Gegner schon. Ich habe auch gleich meine zweite Sense. Aber man sieht schon, man kriegt die Sense nicht so oft. Ich spiele sogar schon eine gute Runde mit Ausrüstungsverstärkung. So, das Ding wird erstmal schön platziert. Die sehen es erstmal gar nicht. Und jetzt wird die Sense ausgepackt. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist sie stark. Ich muss kurz campen, Leute, weil die kommen hier gleich. Ist das lächerlich. Oh mein Gott, ist das lächerlich OP. Oh mein Gott, ist das lächerlich OP. Die ist ja schon in BO3 stark. Jetzt hat er mich erst. Alter, Leute, das macht ja unnormal Spaß. Oh mein Gott, Alter. Schön. Hier kommt safe einer, oder? Nein, der andere. Mann, wie die campen, Alter. Hier ist das schon wieder deren Radar gestört. Ich weiß auch schon genau, wo es am schlauesten ist. Und zwar dieser Wand. Ich glaube, hier ist noch einer. Ich bin nicht ganz sicher. Muss auf jeden Fall kurz hier wieder warten. Hallo, die Graf hat einen Schalldämpfer? Nein, Mann, du Lacker. Stoffel, Alter. Auf jeden Fall hat irgendwie keiner Geist in der Lobby. Kann es sein? Okay, erste Runde 30 zu 9. Und ich muss sagen, das Ding ist ja mal ultra strong, Alter. What the actual hell, Mann. Das gibt's ja nicht.
Ich will die Kombination aus Sense und Vision Pulse. Alter, wie krank wäre das, Mann? Oh, du würdest die so schreddern, Alter. Die Armen. Alter, ich meine, klar, es schießt ein bisschen langsamer, dafür killst du mit einer Kugel. Alles klar. Ach du Scheiße, was ist das für ein Gegnerteam? War das eben schon so? Digga, oh mein Gott. Alter, das ist ja die schlimmste Tryharder-Lobby der Erde, Mann. Ich spiele hier normales Team Deathmatch. Alter, das ist ja echt absolut krank. Naja, gucken, ob der alte Marcel solche Lobbys noch spielen kann. Ich liebe es im Übrigen, von mir in der dritten Person zu reden. Es macht richtig Spaß. Der Reaper steppt auf jeden Fall wieder, genauso wie früher. Hinter mir ist einer und vor mir. Ja, der ist aber AFK, sehr gut. Der Reaper macht immer noch dieselben Geräusche beim Laufen. Ich liebe dieses. Ich weiß auch, am Anfang von BO3 war das so, dass der Reaper die lautesten Steps gemacht hat. Das war ein Spielfehler, also auch mit Totenstille hat man den gehört. Okay, jetzt haben wir dieses Radar-Ding. Hier kommt einer. Oh mein Gott, Alter, machen die ernst. Laufen wir jetzt mal schnell hier lang. Ich glaube, genau über mir ist der. Oh mein Gott, ich sag ja, guck mal, wie die tryharden, Digga. Oh mein Gott. Ich will auch einmal durch die Sense sterben. Und das wird auf jeden Fall diese Runde passieren, denke ich mal. Ich weiß auch, wie sich das in BO3 angefühlt hat. Das war kein schönes Gefühl. Radarschleier. Könnte so eine Fisch, könnte auch so eine, ohne Spaß, so eine Fischart sein. Der Radarschleier schwimmt gerne im Ozean. Wobei, das klingt eher nach Süßwasserfisch. Guck mal, das ist so krank. Streng ich auch bitte noch ein bisschen mehr an beim nächsten Mal. Ich will komplett um meine Mutters Ehre tryharden. Hier ist auf jeden Fall einer. Ich bin hinter ihm jetzt. Hast du ihn? Okay, er hat ihn komplett weggeknallt. Okay, das ist so eine Sweater-Lobby, Alter. Jetzt habe ich auch meinen Radarschleier. Okay, wir haben Sense. Wir brauchen aber eine schlaue Position für die Sense. Wir können nicht einfach so die Sense auspacken. Das ist dumm. Jetzt ist der richtige. Es ist unglaublich. Ich wusste, er wird kommen. Aber ich habe die Sense behalten. Es ist so ein lächerlicher Quatsch, ne? Ich weiß immer, wenn Gegner kommen. Ja, das brauchst du, lass dir wohl selber nicht. Okay, der beschützt mich hier. Das heißt, ich kann hier schön am Fenster rumgeiern. Mein Gott, ich bin wie so ein Geschützturm, Alter. Ja! Ja, ich wollte nur deren Sense. Ah, hier steht auch nicht mehr Sense-Abschuss, sondern Sensenabschlachtung, wenn man ihn geholt hat. Weil früher war das ja so, wenn du mit einer Sense eine Sense geholt hast, war da quasi so ein Grammatik. Das heißt Grammatikfehler, aber einfach ein Fehler. Ja, 2,5er-Quote drücke ich den deutschen Tryhards schon noch. Auch noch kalt. Das geht. Das ist wie Fahrradfahren, Freunde, das wisst ihr ja. Boah, ich habe so ein Ohrwurm die ganze Zeit, ne? Von dem Lied Mr. Brightside von The Killers. Das ist hier Einlaufmusik von Nathan Espinel, wenn... beim Darts, Alter. Und irgendwie ist es voll in mich übergegangen. Ich feiere das Lied voll. Ich habe es die ganze Zeit gehört. Irritation. Ich liebe es, wie diese Maschine redet. Hinter mir könnte einer sein. Obwohl er dachte, safe, er hat den Typen geholt. Gucken wir mal. Okay, ich glaube, ich kann... Alter, was hat... Das war gut. Alter, das war ein gutes Aim von ihm. Ja, da war alles drauf. Okay, der Gegner drückt uns hier alles. Also natürlich nicht mir, sondern mein Teammate. Wir sagen aus der Lobby, verpissen wir uns lieber. Ciao. Könnt ihr mir einen Screenshot schicken? Marcel ist gegen mich gequittet. So Leute, wir sind jetzt in BO3. Ich bin zwar gespannt, ich habe jetzt sofort das Game gewechselt, ob man jetzt hier direkt auch Aim hat und so. Da bin ich mal sehr gespannt. Eigentlich sind die CODs, oh, von der Empfindlichkeit her relativ ähnlich. Was für ein Pech hatte ich gerade. Aber er hat noch mehr Pech. Nee, ich habe noch mehr Pech. Was für eine Verkettung unglücklicher Ereignisse trifft sich denn hier bitte? So, Freunde, also, gucken wir, wie die Sense jetzt hier ist. Ich bin der Sensenmann. Auf ganz entspannt. So, Alter, ich bin hier natürlich auch noch nach. Natürlich, Destroyer mit der M16. Du bist es, Digga. Bester Spieler Germany. Die Laufwege sind komplett anders. Die große Frage ist, erreiche ich eine Sense? Ja, das, so muss das öfter mal sein. Dann macht das auch Spaß. Oh Gott, hinter mir ist auch noch einer. Zum Glück ist es der absolute Bot. Wo ist der Typ hier? Der kommt jetzt hier raus. Alter, was ist das für ein Kampf gewesen hier gerade? Okay, hier ist noch einer drin. Das gibt's ja nicht. Okay, Dröhnchen, Popöhnchen. Hier weiß ich wenigstens genau, wo ich die Sense raushaue. So, jetzt werden die erstmal schön von hier kommen. Na komm. Na komm. Hinten Sniper im Spawn. Oh Gott. Okay, ich habe die Sense. Einer ist unter mir, Alter. Nein, von hinten ein Sniper. Oh, was sah... Oh, wir konnten uns aber wenigstens mal die Quick-Hinrichtung so anschauen. Das sah schon mal nicht schlecht aus, muss man sagen. Ja, genau. Mit der P06 macht der Gegner Stress. Kleiner Freestyle. Die Waffe ist auch einfach gut, Mann. Aber ich muss sagen, es macht gerade ultra Bock mit der Manowar zu spielen, ey. Geiles AR, Mann. Geiles AR. Ich will ein Video machen. Meine Top 10 Waffen in allen CODs. Also insgesamt halt. Oder mein schlechtestes Aim in allen CODs. Wir gehen mal hier lang. Ewige Schönheit schon heute. Und dann.
Ein Kill, ein Assist habe ich wenigstens gekriegt. Ah, schön sein Annihilator weggenommen. Weggeschnappt, Alter. Bevor wir uns jetzt umdrehen, lass uns erstmal den Typen hier holen. Na komm, lauf. Meins. Okay, jetzt kommen die wieder von hier, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, der P06-Typ kommt wieder. Alter, das ist wirklich krank. Wenn einer mit der Waffe umgehen kann, ist es eine der stärksten Waffen. Ich weiß auch, Isle of Cookies hat mal so ein geiles Live-Commentary damit hochgeladen. Ey, ohne Spaß, es ist richtig geil anzusehen, wenn jemand mit der P06 gut ist. Aber ihr habt ja mein Bot-Challenge-Video wahrscheinlich schon gesehen, wie gut ich mit der P06 bin. Ah, schön, erstmal drei Leute weggesnackt. Jetzt können wir die Sense auch auspacken. Oh mein Gott, war das... Alter, das war so geil unfair, wie der zweite Traum gegangen ist, ne? Ja, okay, da kommt natürlich einer von hinten mit Kinetic. Da weißt du schon, das war's. Oh, er mit seiner Manua. Was für ein Noob, Kappa. Ich nehme jetzt mal seinen, vielleicht ist hier stärker. Der kommt hier gleich von vorne. Ich habe so Bock, mit der P06 zu spielen, ne? Teammate, ihr müsst die doch jetzt eigentlich alle von hinten holen. Da kann ich jetzt schön nach vorne Gas geben und von hier die Gegner abfangen. Haha, wie ich den abgestaubt, Alter. Was für eine geile Runde, Mann. Eine geile Runde, als ob ich auf dicke Frauen stehe. Kleiner Freestyle. Komm, es war witzig. Na, P06? Boah, ey, BO3 macht echt so Spaß. Oh, wir geiern jetzt mal richtig. Ja, wir geiern jetzt mal. Ja, geiern wir? Ja, jetzt geiern wir. Geil, 25-6. Aber das war richtig witzig gerade. Boah, es hat gerade unnormal Spaß gemacht. Aber wie er nur noch eine Kugel gebraucht hat. Einfach das schönste Gefühl der Welt. Und... Quickscope. So, meine Freunde, ganz entspannt. Jetzt nochmal eine Runde Redwood Snow. Also heute wirklich das perfekte Video. Es macht einfach Spaß. Die Runden sind witzig. So, gucken wir mal, ob wir diese alten Moves noch können. Perfekt. Mann, ich liebe das. Wenn man auch diesen Hit dann auch einfach hat. Ich muss so aufpassen, weil die müssen von vorne kommen. Oh Gott, ich will hier die Kantenslides auspacken. Oh mein Gott, er wollte so den Trade holen, aber nicht mit mir, Alter. In your face. Boah, mein Aim ist echt shaky. Ich will mich die ganze Zeit healen. Oh Gott, weißt du, dass ich hier bin? Digga, der ist hier, der wartet auf mich. Oh mein Gott. Wieso ist das alles so sweaty? Boah, das ist so sweaty. Das ist Team Deathmatch, Mann. Oh, hätte ich ihm fast das Gerät gegeben, wie Sportlehrer. Bitte lass mich nicht sterben. Okay, der hat... Okay. Okay, ganz kranke Lobby. Ekelhaft. Aber ich will eh nur einen Reaper haben. Uiuiui, Alter. Fast nicht im Baum hängen geblieben. Uiuiui, hinter mir ist noch einer. Okay, Sense raus. Nein! Nein! Hätte ich ihn gekriegt, ich hätte die... Mann... Seht ihr, der wäre in BO4 hundertprozentig mit der Sense down gegangen. Bin ich mir ziemlich sicher, so wie sich das eben angefühlt hat zumindest. Alter Verwalter. Unlucky Mate. Alter, von allen Seiten komplett Zermetzelung, Alter. Ich stehe 9-4, bin damit Erster. Das muss man sich mal reinziehen. Okay, 9-5. Weil mein Gegnerteam wieder besser ist als mein eigenes. Ja, moin. Hier ist einer, oder? Das sah locker so gefährlich aus. Hinter dir sind die doch safe. Jawohl, Alter. Schön, Mann. Der hat so Aim kassiert. Weh, die spawnen hinter mir. Ah, er hat auf eine Shotgun gewechselt. Auf Redwood. Auf der größten Map der Welt. Hast du so verdient. Wo ist er? Nein. Ich habe auch Drohne. Alter. Oh. Junge, Junge, ey, ich bin hier komplett am Ende. Jawohl. Sitzt er hier noch? Nein, okay. Alter, Leute, ich bin hier komplett am Tryharden gerade. Das ist so geil. Nein, ich brenne. Was ist das? Termit. Gott. Oh, ich lebe immer noch. Ich dachte, ich bin down. War das gerade? Teammate, hinter dir. Hörst du das nicht? Boah, ich habe mir den V-Set so getryhardet. Und jetzt sterbe ich natürlich sofort, Mann. So wie das sein muss. Ah, ich hätte auf die nächste Sense warten müssen mit dem V-Set, ich Idiot. Killt den mal einer auch, oder? Oh, jetzt kann eine gute Szene kommen. Komm her. Komm. Er challenged die Sense im Headglitch. Ui. Ui. Let's fucking go, mates! Come on! Wo habe ich die gerade geschlachtet?
Okay, das war jetzt einer zu viel. Oh mein Gott, Alter. Geil, ey. Ich bin ganz so muss, als ob ich noch nie was anderes gemacht hätte, außer COD zu spielen. Ich bin bei denen im Spawn. Die Frage ist nur, spawnt jetzt noch einer weiter hinter mir? Jetzt spawnt mein Teammate hier komplett lächerlich. Wie hier die Teile liegen. Hui. Das war jetzt... Das war ein schlechtes Timing für die Schwerkraftstachel. Das muss ich ihm jetzt auch einfach mal ins Gesicht sagen. Oh Gott, 97 zu 99. Nein, wir verlieren. Wir haben gewonnen, Digga. Die haben einfach einen Three-Piece gemacht. Und ausgerechnet Jet mit seiner P06 gewinnt das Ding. Den ich eben gerade... Nein, ich glaub's nicht, Alter. 33 zu 9 und guckt euch an, wie er das Match hier holt. Zitt. Ah, ist das geil, Mann. Hammer Video, ehrlich. Lasst auf jeden Fall ein Like, da hat mir unnormal Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Sense ist in BO4 besser. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.